Wer hat denn im Bundestag soziale Themen angesprochen? Doch nicht Ihre Partei. Sie stimmen regelmäßig dagegen, wenn wir zum Beispiel den Mindestlohn erhöhen wollen, wenn es um höhere Hartz-IV-Sätze geht. Das hat sich aber bei der Wahl nicht ausgeschlossen. Wenn es um eine Mietpreisbremse geht, da sind Sie immer dagegen. Also Sie tun hier so, als seien Sie hier die große Opposition. Also in sozialen Fragen sind Sie der Totalausfall. Und ich finde auch zu Sachsen-Anhalt muss man schon deutlich sagen, also das ist nun wirklich ein Landesverband, wo in extremer Weise die Neonazi-Szene präsent ist. Also Ihr Spitzenkandidat hat sich in einer Facebook-Gruppe wohlgefühlt, die es witzig fand, das Bild der von den Nazis ermordeten Mädchens Anne Frank auf eine Pizzaschachtel zu montieren und darunter zu schreiben, ofenfrisch. Also ich muss sagen, das finde ich so widerwärtig, das finde ich so ekelhaft. Und wenn Sie mit solchen Leuten drantreten, dann können Sie hier nicht sich hersetzen und so tun, als seien Sie hier die große bürgerliche konservative Opposition. Das sind Sie nicht. Solange Sie solche Typen in Ihrer Partei haben, ist es eben völlig berechtigt, dass jeder Sie daraufhin anspricht. Und Sie machen das ganz bewusst, dass Sie sich davon nicht distanzieren, weil Sie eben dieses Milieu auch haben wollen und auch ansprechen wollen.